Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MyEMO Program Serie. Ich bin CJK von meetmigo.com und in diesem Video geht es um SleepEye. SleepEye ist ein Schlafphasenwecker. Das heißt, das N900 merkt und zeichnet auf, in welcher Schlafphase man im Moment ist, und man kann einstellen, wann man in etwa geweckt werden möchte, und dann wird man in einer Schlafphase geweckt, wo einem das Aufwachen sehr einfach fällt. So kann man sich jetzt hier zum Beispiel einstellen, wie viel Schlaf man braucht, zum Beispiel 9 Stunden, 7,5 Stunden, 7 Stunden, da kann man, egal was, kann man sich da reinschreiben. Und dann wird ab dem Zeitpunkt, wo man dann startet, die Stunden gezählt, wie viel man dann schläft, und dann wird man in etwa dann geweckt. Hier kann man sich die Alarmzeit wecken, also zum Beispiel, ich muss jetzt um 5.50 Uhr aufstehen, dann kann ich mir hier noch das Zeitintervall einstellen, in welchem Intervall ich geweckt werden möchte, das heißt innerhalb von 15 Minuten vor 5.50 Uhr, das heißt von 5.35 Uhr bis 5.50 Uhr werde ich geweckt in diesem Zeitraum, damit er auch ganz sicher eine Schlafphase erwischt, in der ich gut aufwachen kann. Ja, dann kann man sich hier noch die Statistiken anschauen, finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Da kann man sich dann von jedem Tag, wo man das benutzt hat, sich anschauen, wie man geschlafen hat. Ein helles Fleck, ein heller Streifen bedeutet, dass man dort aufgewacht ist, also nicht so gut geschlafen hat, und dunkel bedeutet, dass man in der Tiefschlafphase war. Dann wird einem hier noch interessante Informationen zu dem jeweiligen Tag angezeigt, zum Beispiel jetzt von gestern zu heute. Das ist der 6. Juni 2010. Um 23.07 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Ich habe insgesamt 6 Stunden 30 Minuten geschlafen, davon in der Tiefschlafphase 5 Stunden und 23 Minuten, und ich habe unter einer Minute gebraucht, um einzuschlafen. Das funktioniert sehr gut bei mir, mit einer bestimmten Technik. Und hier kann man sehen, dass ich hier nicht so gut eingeschlafen bin. Da habe ich 10 Minuten gebraucht und hier sogar 16 Minuten. Und so kann man das sehr schön sehen. Wie funktioniert das Ganze? Man legt das N900 einfach auf das Bett, stellt sich hier vorher alles ein. Dann klickt man hier auf den mittleren Knopf. Damit wird dann die Aufzeichnung und der Wecker gestartet. Dann legt man das N900 einfach unter das Kopfkissen oder aufs Bett irgendwo. Und aufgrund der Bewegung, die man macht, mit den Bewegungssensoren, die das N900 hat, zeichnet es dann auf, in welcher Schlafphase man ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man kann viel einfacher aufwachen, habe ich den Eindruck. Natürlich kann das ein Placebo-Effekt sein, aber es wirkt auf jeden Fall, egal wie nur. Ja, also ich kann besser aufwachen. Das Programm kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen auch, da es kostenlos ist. Merkt euch den Namen SleepEye. Runterladen, installieren, ausprobieren und Meinung bilden. Ich finde es sehr gut. Das war es auch schon zu diesem Programm und bis zum nächsten Video. Abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann.